Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Dex. Ich begrüße euch zu einem weiteren Part mit unserer charmanten jungen Dame, deren Namen ich immer noch nicht kenne. Ich würde vermuten, es ist Dex, aber muss ja nicht sein, ne? Ich weiß es nicht. Allerdings weiß ich, dass wir hier in der sprichwörtlichen Scheiße stehen, in der Kanalisation. Na gut, wir stehen nicht drin, aber stand uns fast bis zum Halse im letzten Part. Falls ihr euch erinnert, wir haben die Brücke gesprengt für den etwas irren, aber sehr netten Ace, damit die Seeders ihn nicht mehr belästigen können. Dafür haben wir einen Schlüssel bekommen, der uns direkt zu Fixers Hope führen würde, zu dieser Bar, in der wir Decker treffen sollten. Und der uns, oder die uns, ich weiß es immer noch nicht, natürlich vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann, beziehungsweise die eine oder andere Frage beantworten kann. Aber, mein Gott, die Ex-Raucherlunge. Nee, aber falls ihr euch noch erinnert, es gab hier einen alternativen Weg durch Gaslecks und dergleichen. Und ich meinte ja noch beim letzten Mal, ich will mir das nochmal ansehen, denn ich will hier nichts verpassen in Sachen Loot. Ne? Gegenstände und so. Deshalb versuche ich mich jetzt hier an diesem Weg nochmal. Ich glaube, jetzt war hier unten, genau. Jetzt kann ich nämlich, wobei, okay, das funktioniert. Ja, aber jetzt, was muss ich denn jetzt? Ah, okay. Ach, das war's schon. Das war ja einfach. Was habe ich denn da beim letzten Mal falsch gemacht? Ich glaube, das untere Rad habe ich nicht gedreht, ne? Na gut, jedenfalls gucken wir uns mal diesen alternativen Weg an zu Fixers Hope. Die Chemiefabrik. Und ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Ich habe auch jetzt rausgefunden, dass man ein bisschen rein- und rauszoomen kann. Hier, guck mal. Das ist natürlich sehr, sehr, hilfreich, würde ich sagen. Und hier sehe ich zum Beispiel... Oh, was ist denn da? Ach, da liegt eine Leiche. Also ich könnte jetzt hier rein in die Chemiefabrik. Oh, aber hier, das sieht so grün aus. Hier von wegen Gase und so, ne? Das ist irgendwie... Warte mal eben, ich glaube, ist zwar ein bisschen nervig, aber ich glaube, ich speichere lieber mal. Oh Gott, ja, ich dachte... Oh, Was habe ich denn... Was habe ich... Jubiläumspostkarte aufgehoben. Aber war da nicht noch etwas? Moment mal, habe ich was in meinem Inventar hier Gesundheits... Oh ja, die chinesischen Nudeln. ja. Und die Postkarte? Ach, hier! Jubiläumspostkarte. Maria und William Finch. 30. Jahrestag. Sieht hübscher aus, als Striche in eine Wand zu ritzen. Kann ich die irgendwie drehen oder... nee. Ist das ein Questgegenstand? Vielleicht treffe ich noch auf jemanden, dem ich die geben kann. 2042. Ach, wir spielen 2042. Ah, okay. Ich wusste, das Jahr wusste ich auch nicht. Jetzt speichere ich sogar nochmal. Ja, es tut mir leid. Aber ich glaube, Moment mal, wenn ihr schon... ich meine, jetzt ist es auch schon egal. Ihr seid ja eh hier. Gibt es hier irgendwie einen Schnellspeicher-Button? Interagieren, vertikal, zielen, schlagen, schießen, Hinterhalt, Schnellauswahl... Vorstoß. Nee. Schade. Schade, wäre schön gewesen. Hier irgendwie so ein Schnellspeicher-Button. Aber gut. Ich glaube nämlich, ich bin mir nicht sicher, aber. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Ein Schlüssel mit einem Schildchen dran. 112 Fixers Hope. Finch. Ja, hier stand doch auch Finch, oder nicht? Ja, genau. Maria und... Ach, das ist dann wahrscheinlich William Finch. War doch ein Mann, oder? Ich kann jetzt nicht nochmal rüber hüpfen. Hupfen. Ja, das wäre österreichisch. Ich kann da nicht nochmal rüber hupfen, um nachzugucken, denn das will ich nicht überleben. Ich habe jetzt schon kaum Gesundheit. So, wo bin ich denn jetzt hier? Erstmal in jede Ecke gucken. Okay, ich bin jetzt in der Chemiefabrik. Hier ist eine Leiter. Hier ist eine Treppe. Hier ist viel grün. Nee, da kann ich... Nee. Ich meine, ich könnte es testen, aber... Ich glaube, ich gehe erstmal hier die Leiter hoch. Und zwar sehr bedächtig. Sehr langsam. Aber da merkt man auch, wie sehr man verwöhnt ist von etwaigen Spielmechaniken in anderen Spielen. Also so eine Leiter hoch, jump, also springen fast schon. Oder beim Runterklettern dann so runterrutschen und so. Man kann sich auch mal ein bisschen langsamer angehen, ne? Ah, hier komme ich erst gar nicht weiter, schade.
Was hat's hier? Nix. Gut, dann gehe ich mal hier hoch. Denn hier habe ich schon gesehen, hier kann ich rein. Was auch immer das ist, ist das so eine Art Baracke, Wohndingens. Aber warum sollte eine Chemiefabrik? Hat hier irgendwas? Oh, was? Bedienungsanleitung, Generator. Ja. Ah, okay. Diese Anleitung beschreibt, wie man den Generator in der Chemiefabrik... Haben wir schon einen Generator gesehen? Nee, ne? Oh. Neustart, was steht da? Achtung, das System muss manuell zurückgesetzt werden, bevor ein Neustart und das System zurücksetzt. Oh Gott, ich glaube, ich muss mir das aufzeichnen. Oh. Ich habe jetzt nicht mal Stift, Papier. Ich habe nix. Scheiße. Ich habe einen Kaffee, aber ich kann ja nicht jetzt hier mit Kaffee tropfen, also mit Kaffee irgendwie was auf den Tisch zeichnen. Das geht ja nicht. Unten, grün, rot, oben. Das merke ich mir doch nie. Grün, rot, ja, das bleibt gleich. Dann auch gleich, nur eins unten. Okay, also die linke Seite bleibt immer gleich. Das mittlere auch. Achso, es ist einfach nur ein Schalter, der... Okay, das merke ich mir vielleicht sogar noch. schauen wir mal. Wer schreit denn da im Hintergrund? Ist das im Spiel? Nee, ich glaube, das ist draußen irgendwie. Kinder, geht nach Hause, es ist dunkel. So, was hat's hier? Nix oder was? Echt nicht? Hier im Tisch? Schublade? Nein? Schade. Okay, dann... Oh, Moment, nee, das ist nicht durchgehend. Dann muss ich springen. Okay. Perfekt. Okay, das sieht ein bisschen verfallen aus und verkommen. Und hier hat's auch gar nichts. Finde ich schade. Jetzt mache ich mir extra die Mühe und spring da rüber und überhaupt und... Oh, hä? Okay, das hatte ich jetzt gar nicht gesehen, dass es da noch hochgeht. Ist ja schön. Verschlossen. Ich habe doch einen Schlüssel... Achso, ja gut, ich weiß nicht, ob das der Schlüssel ist. Ja, offenbar nicht. Fixer's Hope. Finch. Ach, Fitchers. Fixer's Hope ist zwar eine Bar, aber vielleicht gibt es da auch irgendwie so Gästezimmer, also wo man, ne? Vielleicht dort zu einem Zimmer. Aber. Wie komme ich denn hier weiter? Also ich habe jetzt. Bedienungsanleitung für den Generator. Achso, ja, nee. Habe ich hier was übersehen? Ja, ich weiß, ich kann da noch nach unten, aber da war es so grün, da komme ich doch nicht. Oh mein, kann ich vielleicht hier. Man sieht halt nichts, aber. Nee. Ja, gut, dann gehe ich halt mal nach unten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da weiter kann. Das sah sehr toxisch aus, ehrlich gesagt. Werde ich auch kurz abspeichern. Tut mir leid, ich weiß, das nimmt viel vom Spiel weg, aber was soll ich denn machen? Ich will doch nicht jetzt hier an jeder zweiten Ecke sterben, weil ich irgendwie durch Gift warte. Aber guckt euch das an. Ah! Ja. Das Einzige, was sein könnte, aber wobei es geht ja auch nach oben grün weg, ne? Ja. Ja, Puh. Also, ja, ich muss ja auch Sachen ausprobieren. Ich werde schon versuchen, einfach hochzuspringen. Vielleicht ist da wirklich nur so unten so eine Schicht mit Gift, aber... Nee, also hier komme ich nicht weiter. Auf keinen Fall. Ich wüsste aber jetzt auch nicht... Ja, tut mir leid, Leute. Ich muss mich hier einfach ganz genau umsehen, weil... Huh? Was war das denn? Ich muss ja irgendwas übersehen haben. Vor allem, mich wundert es auch, dass bei dieser Tür, wo verschlossen stand, dass da nicht irgendwie dieser Hinweis von wegen, ja, benötigt Schlossknacken 2, 1, was auch immer. Da war ja gar nicht. Warum ist die Tür nicht offen? Da komme ich doch auch so. Ja, okay. Hier. Ja, da steht verschlossen. Schade. Also, falls jemand von euch klar ist oder wenn jemand von euch was gesehen hat, was ich hier hätte übersehen können oder habe. Ja, wie gesagt, ist ja nicht so. Ich werde jetzt noch einmal kurz in die drei Räume gehen. Vielleicht habe ich tatsächlich was völlig
Bescheuertes übersehen. Vielleicht sogar den Generator. Ich würde es ja nicht mal wundern. Ich werde jetzt hier mal wirklich langsam noch... Aber da war doch nichts. Nach oben ist ja auch nichts. Nee. Im ersten dachte ich noch vielleicht hier, dass das irgendwie noch so ein Schrank oder so. Aber ich kann hier nichts machen. Nee. Ich kann mich hier auch nicht verstecken unter dem Tisch oder so. Wozu auch? Ist ja niemand hier. Ja, hier war ja gar nichts, ne? Das sieht auch nicht aus wie ein Generator, ehrlich gesagt. Das sind einfach so Spinndinger, die ich eh nicht benutzen kann. Nee, und hier ist nichts. Ja, schade eigentlich. Finde ich sehr, sehr schade. Weil vor allem, warum habe ich mir jetzt die Mühe gemacht, in diese Chemiefabrik zu gehen? Und außerdem, es muss doch irgendwie möglich sein, weil wenn man die Brücke nicht sprengen will, ja, zu Fixer's Hope, beziehungsweise damit Ace halt dir den Schlüssel gibt, wie willst du den Alternativweg gehen, wenn da nicht zu gehen ist? Oder wäre da tatsächlich noch was gewesen, bei der... ja? Hallo? Willst du jetzt auch nicht mehr klettern? Verweigerst du jetzt völlig den Dienst? Ach, okay. Ich stand nur falsch. Mal gucken, ob es hier Fallschaden gibt. Au! Ja. Dann wäre das auch geklärt, ne? Hier geht's auch nicht weiter, ne? Ja, das war richtig clever. Ich wollte jetzt eigentlich rauszoomen und wie das oft so ist bei Jump'n'Runs, dass man mit dem rechten Stick sich so ein bisschen bewegen, also die Kamera bewegen kann, ne? Ja, hier ist es ja die Rolle. Hatte ich jetzt kurzzeitig vergessen. So, rauszoomen. Nein, raus! Also, das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre hier mit Augmented Reality, die wir aber nicht haben, dass wir da oben dieses Ventil oben links verwenden oder bewegen können, aber geht ja so nicht. Und bei dem Mann, da war ja nichts mehr. Den hatten wir ja völlig geplündert, oder? Oh, pardon. Ich bin leicht erkältet, aber wirklich nur leicht. Nee, da ist nichts mehr. Ah, Moment, ich depp. Was ist das denn für ein Geräusch? Hört ihr das? Hier. Nee, war das? Ach, jetzt bin ich zwar hier, aber jetzt habe ich die Bedienungsanleitung nicht, ne? Lass mich raten. Das war ja am Vor... Ja. Okay, Moment, Leute. Ja, tut mir leid, wie gesagt, ne? So, genau. Okay. Jetzt habe ich ja die Bedienungsanleitung. Okay, alles klar. Jetzt habe ich gesehen, wo ich hin muss. Finde ich allerdings gemein, weil ich habe jetzt kaum noch Gesundheit. So. Nee, okay, Moment mal. Das war so nicht geplant. Jetzt weiß ich auch, was das für ein Geräusch... für ein Geräusch war. Aber... Nee, also... Das spuckt ja das Ding jetzt aus. Also ich meine, was soll ich denn dort? Ganz ehrlich. Ich versuch's zwar jetzt noch einmal, aber... Ich glaube auch nicht, dass es da weitergeht, ehrlich gesagt. Also gut, ich habe jetzt abgebrannt. Also ich bin jetzt stehen geblieben. Ich versuche jetzt mal durchzulaufen, ob... Ach, Moment, hoch vielleicht. Komme ich denn irgendwo hoch? Ah, Tatsache! Ach du Scheiße! Okay. Eieiei, aber ich muss hier mal speichern. Oh Gott, ich habe meine Gesundheit, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich kann wahrscheinlich von den Tropfen auch getroffen werden. Ja. Ich will es nicht riskieren. Ach du Scheiße. Nee, aber hier nehme ich Schaden. Nee, doch nicht.
Boah, wo geht's denn hier hin, bitteschön? Gesundheit wäre mal schön. Das wäre ein Traum. Oh ja, jetzt auch noch Strom oder was? Seht ihr das? Hier, das ist doch ein Generator, oder nicht? Nee, offenbar nicht. Oh mein Gott! Ich behaupte mal, ich sollte da nicht drauf treten. Aber genauso wenig sollte ich wohl hier... Ah, ein Gesund... Ah, ah, oh mein Gott! Ah, Dankeschön, Spiel! Ach, und da geht's zu Fixers Hope. Ja, aber wozu sollte ich dann den Generator? Was? Ach, das ist wahrscheinlich der Generatorraum. Aber wozu? Moment. Jetzt wird's. Ja, jetzt bin ich angefixt. Oh, Aufputzspritze. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Komm, noch was, noch was. Muss doch noch was sein. Doch nicht? Nee. Finde ich aber super, dass da wirklich verschiedene Wege... Okay, gut, ehrlich gesagt, der Weg war jetzt nicht so extrem ersichtlich, wie ich finde. Oder mir zumindest nicht, habt ihr ja gesehen, ne? Ich bin aber trotzdem immer noch irritiert, wo es hier einen Generator haben sollte. Ja, im ersten Jahr noch hier, aber... Aua, aua, aua. Ja, 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 ja. Das dachte ich mir nämlich. Aber... Nee, ich kann hier ja nichts machen. Aber war da nicht noch ein Weg? Jetzt wird es langsam ein bisschen... Ja. Jetzt wird es ein bisschen nervig, ne? Ich weiß, meine Lieben. Aber man will ja nichts übersehen, mein Gott. Ist hier noch hoch? Nee. Ah, hier geht's runter. Aber, ja, wo soll ich denn hier hin? Vor allem, dass ich hier keinen Schaden nehme. Das wundert mich ja ein bisschen, dass ich... Kann ich hier in das Loch rein? Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich sollte da nicht rein, ehrlich gesagt. Ja, hier ist nichts, okay. Ja. Okay, instant game over. Okay, alles klar. Aber mach gar nichts, ich habe ja abgespeichert. Ich wollte jetzt echt nur gucken, damit ihr ja auch alles seht und so. Aber trotz allem, solltet ihr irgendwo einen Generator gesehen haben, den ich auch verwenden kann, wohlgemerkt, dann... Bitteschön. Ach nee. Ich kann da. Ich kann auch rauf. Okay. So, wisst ihr was? Wir gehen jetzt in Fixer. Wir gehen zu Fixer's Hope. So sieht es nämlich aus. Bin sehr gespannt. Zwischensequenz? Nee, aber tolle Musik. Finde ich klasse. Jetzt hier hoch, kann ich hier? Nein? Öffnen. Nee, geht's auch nicht hoch, aber hier geht's. Ach. Hä, aber wo komme ich denn da raus? Ach, das. Ach, klar, das wird die Tür sein, die ich halt mit dem Schlüssel von Ace. Ja, ganz genau. Boah, ist das laut. Okay, bin wieder weg. Das war dann doch ein ganz schöner Umweg, ne? Wobei mich das mit dem Generator immer noch ein bisschen irritiert. Aber macht ja nichts. Betreten. Ich kann hier auch rauf, ne? Ja. Erstmal hier rein. Kann ich hier um... Ah! Aua, aua, aua! Verbandskasten. Ja, den brauche ich auch eigentlich schon. Das hat's voll gebracht. Das war wegen 50 EP jetzt, ne? Ja, Erfahrungspunkten. Haben wir mehr als die Hälfte meiner Gesundheit. Wahrscheinlich hätte ich den irgendwie ausstellen können. Oder irgendwo.
Oh, Moment mal, greifen die mich an? Nee, ne? Ah cool, ich bin jetzt wie so eine Stadt quasi. Super. Und das ist wahrscheinlich Fixers Hope, oder? Okay, hier komme ich nicht lang, schade. Bundi! Ah nee, da ist Fixers Hope. Nein, ich war... Egal. Nothing but Netrunners and Cyberpunks. No help here. Go, stay, think. That must be Decker. You're Decker, right? You're late, I know. And you're just as sorry as last time. Now, you better start acting natural, because that guy behind you, I had never seen him before, and I sure don't trust how he's looking at you. He's looking now? I can take him. You can do what I say. Now, I don't know how you fried that CPD, Mary Jane, but it's toast. Come on back, we'll pick you out another. Come. Sure. Thanks. Out here. So, you're Dex. I have no idea why Raycast wants you safe, but now you're my bag. Ah, okay, also gut, jetzt schon mal zwei Sachen, ja? Also erstens, Artstyle, also ich finde das super, also gerade bei diesem kurzen, ja, so Zwischensequenz kann man es fast nicht nennen, aber finde ich total schön. Und wir heißen tatsächlich Dex. Finde ich gut. Das heißt, ja, in Zukunft nicht mehr die nette junge Dame, sondern Dex. So, ja, ich weiß auch nicht, warum Raycast mich in Sicherheit bringen will. And trust me, if anyone else had sent you here, you'd have hit a locked door and a no way kid, I'm not interested. So don't go telling your classmates you found out where Grandpa Helpall lives. You lucked out on your guardian angel. Raycast called me. I'm your help. And right now, that means I'm your out. Okay, also ja, wenn uns jemand anders geschickt hätte, dann hätten wir gar nicht hier reingedürft. Sie reden, als ob Raycast eine große Sache wäre. Wer ist hinter mir her? Ich wurde ihn vorhin fast. Wieso würden Sie mir helfen? Schulden Sie diesem. Ja, ich möchte ein bisschen mehr über diesen Raycast wissen. You don't know who Raycast is? Listen. Raycast was behind some of the biggest leaks and scandals of the past 15 years. Ah. Not a corner of the grid has kept him out. If any one person is the hacker movement, it's him. Ah, okay. Alles klar. Ja. Verstehe ich auch, warum er im Untergrund lebt, beziehungsweise in Angst vor ja, Staat und Dingens, wenn der da einige Leaks und Skandale zum Vorschein beziehungsweise ans Licht gebracht hat. Some say they've met him, but they're trolls with tails, every last one of them. No one has. Raycast meets you, and most times you don't even know about it. Okay. Gut, dann fragen wir mal, falls er das beantworten kann, wer unter uns her ist. If Raycast is involved and wants my help, you can bet your bottom credit you got the complex on your back. You don't know what I'm talking about, do you? Nein. Der Komplex? Also, Komplex? Okay. The Complex is an off-the-books organization. The click of all clicks. Pick a Megacorp, Samio, Armagear, Trust DNG. All have a tie to the Complex. Boards of directors, subsidiaries, shareholders, you name it. Okay. Alles klar. Also auch wie so ein, ja, so ein überdimensionales, überregionales Unternehmen, nennen wir es mal so. Beziehungsweise Organisation. You won't find a politician so much as cross the street without the complex giving a walk sign. But who are they? No one knows. Illuminati! Ja, nee. And that's where the hackers come in. Digging for faces, looking to expose. Ah, okay. But the complex is protected with a capital pro. Pissed off the wrong guys, kid. Ach so. Ach, haben wir uns auch so ein bisschen in dieses Hackergefilde zu weit vorgewagt. Das könnte gut sein, ne? Und, ah, okay, das verstehe ich. Also die Hacker per se möchten diesen Komplex quasi aufdecken, beziehungsweise aufdecken, wer dahinter steckt. Verstehe. Ich bin niemand. Ja, gut, das weiß ich ja nicht. I don't owe him. I don't even know him. At least not personally. No one does. Every underground ticker from here to Escrow Jack knows what he can do. When Raycast reaches out to you, there's something big going on. You can bet on it.
Okay, alles klar. Alles klar. Also wenn Raycast irgendwas von sich gibt, dann ist die Kacke im Dampfen. Quasi. Okay. And let's just say I have my own reasons too. Aha. Warum das denn? Wer bist du denn? Kennen wir dich vielleicht? Das muss ein. Ja, genau, ich bin ja niemand. Was wollen die? Crooked, ruthless, yeah. Mistakes, not their game. If you're targeted, you ain't nobody. Okay. Wait. Hear that? Ich höre gar nichts. Nothing. That's my point. Bar's dead silent. You gotta run. Warum? Go through that back door. Head towards Taijo, China District. Find Tony. He's a friend. He's got a hideout. You should be safe there. They found you. Das erkennt er nur, weil in der Bar nichts mehr los ist? Okay. I'll hold them off. Find Tony, the building with the Chinese fortune cat. Now go. Okay. Also wir müssen ins chinesische Viertel. Und ich muss hier durch die Hintertür raus quasi. Machen wir das mal. Ja, schade, ich hätte mich da jetzt gerne. Vor allem, jetzt habe ich natürlich in der Stadt hier. Da war ja eine Tür, in die ich nicht reinging, weil ich dachte, das wäre Fixer's Hope. Da habe ich sicher Zeugs liegen lassen. Ach, das ärgert mich schon wieder, aber ich hoffe, dass ich da nochmal hinkomme. Na gut, dann auf in die Seitengassen. Aber meine Lieben, ich würde sagen, der Soundtrack ist schon ziemlich, also der Soundkulisse ist ziemlich cool, wie ich finde. Ich mag das ja total. Ich stehe auf so 80s Synth-Pop-Zeugs und ach ja, Wave-Zeugs und ach, ich mag das. Liebe ich. Sehr schön. Okay, aber wie gesagt, ich mache hier mal Schluss, meine Lieben. Es war eine sehr aufregende Reise jetzt durch die Kanalisation bzw. die Chemiefabrik, bei der ich ja doch das ein oder andere übersehen habe, beziehungsweise irgendwie x-mal falsch angegangen bin. Aber wer kann denn auch rechnen, dass da auf der anderen Seite noch ein Ausgang ist? Ich dachte, da ging es nicht weiter, aber gut, so viel dazu. Ja, hier hat es schon mal ungemütliches Völkchen, würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, trotz meiner zahlreichen Fails mal wieder. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei wärt. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit, macht's gut und ciao, ciao.